Mama, was machen wir heute? Heute geht's zum Nürburgring ins Ringwerk. Und natürlich auch zur Schnuppertribüne. Fotografieren und Filmaufnahmen sind übrigens nur im Ausstellungsbereich gestattet und nicht in den Attraktionen. Das Ringwerk ist ein Motorsport-Erlebnismuseum mit zahlreichen Rennsport-Simulatoren und Attraktionen, historischen Siegerfahrzeugen und verschiedenen Ausstellungsbereichen rund um die Historie des Nürburgrings. Im Ringwerk findet jeder die passende Herausforderung. Große und kleine Besucher gehen auf Entdeckungsreise in die Welt des Motorsports. Die Attraktionen sind wirklich toll gemacht und das Personal ist sehr freundlich und gut gelaunt. Was hat euch denn besonders gut gefallen? Die rasante Fahrt im Nürburgring, die Simulatoren und natürlich die Autos. Aber am allerbesten fanden wir es auf der Tribüne. Es war ein lautes und tolles Erlebnis. Das 4D-Erlebnis im Ringkino ist toll. Hier gibt's sogar Sprühregen, Blitzlichtgewitter und Wind. Die grüne Hölle hat uns richtig gut gefallen und sie ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Hier befinden wir uns im Ring Boulevard. Wir sind hier fast alleine auf der riesigen überdachten Fläche, wo sich die großen Automobilhersteller ihren Fans präsentieren. Im Hintergrund seht ihr das Infocenter. Im unteren Bereich befindet sich die Kasse, wo ihr die Karten für die Schnuppertribüne kaufen könnt. Sie kosten 2 Euro pro Person. Der Eingang zur Tribüne befindet sich gegenüber vom Infocenter bzw. neben Subway, wo ihr auch eine Kleinigkeit essen könnt. Im Ringwerk Museum hatten wir nämlich nur einen Getränkeautomaten gefunden.
Wenn ihr mal in der Nähe des Nürburgrings seid, kommt unbedingt hierher. Es lohnt sich, auch wenn ihr keine Motorsportfans seid. Wir hatten zumindest einen richtig tollen Tag.